Alter! Macht jemand mal die Mucke hier aus! Ach, danke. Wir waren auf dem Klo und ich bin wieder zurück mit Sims 3 an einem wunderschönen Donnerstag oder Sonntag oder sowas oder was auch immer. Ich glaube, das ist Montag. Ja. Hallo Bülent, wie geht es dir? Wir waren bei der letzten Folge daran, für Bülent eine Freundin zu suchen und haben einen neuen Job angenommen. Lieber Bülent, du suchst jetzt eine schicke Freundin. Komm. Das. Ein Mann. Das sind hier lauter nur Männer. Mann, ey! Es ist eine Nacht. Sollten doch die fetzigen Weiber rumbrennen. Aber nein. Nein. Es ist ein Mann. Ach, was soll's? Ein paar Freunde soll er doch auch haben. Ne? Ja. Wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr euch sicher sein, dass ich schon einen Wochenplan habe für die Aufnahmen. Das bedeutet, dass ihr wisst dann, könnt ihr ungefähr wissen, welche Folgen an welchem Tag kommen. Zum Beispiel jetzt, ich lese mal vor. Am Montag, also das ist der derweilige Plan. Vielleicht könnte das sich ändern, vielleicht auch nicht. Aber derweil ist er am Montag, gibt es ein Minecraft-Server-Spiel, jeden Montag. Am Dienstag gibt es entweder Star Trek Online oder Starbound. Oh, Toiletten. Am Mittwoch gibt es ein fixes Let's Play. Das heißt vielleicht jetzt so ein bestimmtes Minecraft Let's Play, was irgendwann nochmal kommt. Wir sind irgendwie ein bisschen fix unfähig. Donnerstag Sims 3. Ja. Am Freitag kommt da immer so eine Überraschung, da weiß man selber nicht, was halt einfach einen so mal gerade so Bock hat. Am Samstag gibt es entweder auch Star Trek Online und Starbound. Und am Sonntag gibt es wieder Sims 3. Und dann beginnt der ganze Zyklus wieder von neu, ein Minecraft-Server-Spiel, Star Trek Online, Starbound, bla bla bla. Und der freut sich über einen Boden. Ja, dann könnt ihr was freuen. Dann wisst ihr dann endlich, ja, mal kommen meine Folgen. Ach, da! Ja. Ich werde mich jetzt bemühen, bei den AdCuts immer die Verbindungen zu machen, weil jetzt habe ich gerade vorhin eine Stunde lang so die Verbindungen bei den ganzen Videos gemacht und ja, es tut mir leid, dass ich das nicht gemacht habe. Hast du Nudeln und dein Gesicht? Wo findet man Frauen? Hm. Im Fitnesscenter? Hm. Yo Piba, there's two chest. Ush the bar for lot. Best wild the gal the thorn the guy. Er könnte sich auch mit jemandem in der Zukunft verlieben. Plague the wall is the wall gone. Yeah. Er könnte sich in seinen Ururenkel verlieben. Oh, mein Gott, ich bin so. Ja. Zeitportal aktivieren. Komm schon, Bülent. Hm. Boah, das Haus sieht von außen schäbig aus. Aber das wird irgendwann nochmal. In die Zukunft reisen! Hello. Jetzt geh schnell ins Portal. Ja. Nein. Nein. Was bin ich? Was tue ich da? Nein. Sackschlepper. Hier kann man immer wunderbare Lebenspunkte finden. Hallo Flalalalin, imitierte Inspiration. Whiteboard. Der geborene Esstisch. Mit dem Leuchte. Das kenne ich gut. Veröffentlichung. Z. Ha. Blockstift Z. Blockstift Z. Ja, da. Nein. Doch. Da. Ja. Was? Philonendrohnen? Was ist denn das?
Ich drücke einfach in der Gegend rum. 490 habe ich vor. Ah nein, noch nicht. Bülent, Übelkeit. Bülent fühlt sich nicht so gut. Er sollte in der Nähe eines Badezimmers bleiben. Für die Zeitreise. Lagos möchte haben. Yeah. Willkommen in der Zukunft, meine Freunde. Yeah. Das Erste, was der Bülent macht in der Zukunft. Leg uns gleich ins Bett, ne? Macht doch gar nichts, interessiert doch keinen. Damit du sagst, schläfst jetzt nicht bis 8, du schläfst bis 6. Oh, was schläft denn da? Shay. Oh, da läuft ja noch etwas. Da laufen ja ganz viele Gestalten. Ja. Ey, bist du selbst? Boah. Ich glaube, sie ist sing. Ach, ja, gut, sie ist nicht singen. Also sie, ey, ah! Verwirrung pur. Du schläfst nicht bis ausgeruht. Du bist Türke. Du schläfst bis wach. Was ist? Baba! Und jetzt pennen schnell. Yeah! Ja, jeden Tag, wenn ich aufwache, geht das in meinen Kopf vor, diese so eine Art Musik. Laufen lauter, hübsche Gestalten herum. Was ist das? Ah, die von vorher. Die hat Augen. Neantares weiß, Menschen haben keine Augen. Die sehen alle gleich aus. Vornehmer Herr. Oh. Oh, der Wendler. Ich hab den Wendler gefunden. Ja. Dschungelcamp gestücktes Kind. So. Ist 6 Uhr, super. 6 Uhr ist vor. Oh, der Doc. So, du stellst dich jetzt daher. Und wartest, bis sie aufwachst. Aufwecken. Boom, boom, boom. Party. Und sie freut sich sogar noch darüber, dass sie aufgeweckt wurde. Hallo. Geht es dir? Nancy. Nancy? Pam May. Fla, Udana Tak, Shirofi. Flori, Beswip. Erzähl. Gipse. Mhm. Ja, Gipse. Gipsen, wir wollen doch sicher alle Gipsen. Ein Koffer, aha, lustig. Keine Menschen. Keine Menschen. Keine Menschen. Grimes schreiben. Kleptomatin. Nix Bild, du Arschloch. Nix Bild, okay? Ich bin der Opfer. Anmachspruch. Du hast ein Herz. Ich auch. Was? Wir sind alle froh, dass es ist da. Sternzeichen. Welches Sternzeichen hast du? Sie hat radioaktiv. Schön. Welches Sternzeichen hast du, Schlappe? Los, sag es mir.
Sonst ist es zu doof, ich bin die Zeit. Luft! Schau mal, ich hab die Hand. Ah, Notch hast du. Ah, das ist Notch. Fisch. Bildungsschädel hat erfahren, dass Pam May im Sternzeichen Fische geboren ist. Diese Zeichen sind kompatibel. Vor allem, ob sie ein Single ist. Bist du Single, du Dingsterbumster? Weißt du, so mit Händen, so, weißt du. So Fragezeichen und Ring, Ring. Nee. Und, ist sie? Oh, er verhält sich peinlich. Komm schon, du musst sie irgendwie rumkriegen. Oi, was läuft schief mit der Tussi? Gut, dann sind wir halt dabei noch lustig. Ein Mond ist schön und mit N. Wir müssen irgendwie kriegen, dass wir das zusammenkriegen. Wir brauchen mehr Bewohner. Und irgendwie muss er. Ich habe Notenblätter im Kopf. Keine Bilder, was sehe ich? So wie Sido. So, mit Händen. Da. Ich habe eine Bühne im Kopf. Und keine Bilder und keine Noten. So wie du und Sido, weißt du? Ich habe Noten. Ohne Papier im Kopf, okay. Ohne Papier. Also Noten nehme ich sie und... Oh, also so wie Musiker, weißt du, der macht so mit den Händen und ich fuchtel mit den Händen rum und schmeiß ihn runter. Und dann schau, Noten mit Papier. Da gebe ich hin und dann breite ich sie aus und sage nein, okay? Was? Irgendwie kenne ich die Musik. Pam kann Kunst nicht ausstehen. Alter, echt jetzt? Safe and sound? Sei dabei lustig. Ich möchte wirklich immer davon überzeugen, ob das... Oh mein Gott, das ist die Sim-Version! Sippy Sound! Boah! Oh mein Gott, EA, wirklich jetzt? Alter! Sippy Sound! Das ist eine coole Idee, wirklich, das ist eine coole Idee. Die gleiche Musik zu nehmen, aber dafür den Text zu verändern, damit man keine Probleme bekommt. Sippy Sau. Ja. Ja, wirklich. Ganz nett, ganz nette Idee, wirklich. Also, Einzelgängerin, schade. Sie muss aber mit mir zusammen sein, los. Flirt. Ich hab Geld. Weißt du? Geld. Ich habe Hände. Du hast einen Kopf. Oh, ich habe Hunger! Nein, sie hat sich angezogen. Wir müssen ihr folgen. Sie geht essen. Julian geht essen. Aha, sie hat die Regel. Julian, wo gehst du durch? Aha. Irgendjemand spinnt gerade im Hintergrund, aber was war das jetzt? Wurscht. Überall hört man Musik. Hui, und der Wendler fährt nach unten. Was nimmt das sich denn da? Was ist das? Was ist das? Wird nichts gegessen, was nicht weil. Was ist das? Hügel des Schicksals. Was ist das? Fruchtparfum. Ein Fruchtparfum. Nämlich. Sie setzt sich von ihm weg. Wie traurig. Nam, 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 nam. Los,
muss gleich wieder mit dir quatschen. Und schon bleibt sie stehen. Wie auf Kommando. Ich will dir was sagen. Bleib stehen. Tut mir leid, aber diese Folge wird jetzt wahrscheinlich hauptsächlich daraus bestehen, dass man jemanden zusammenbringen möchte. Aha, lustig, finde ich auch. Sacke Wagga! Freundlich. Vom Musikschwärmen. Och, kann zum ersten Mal küssen. Rezept lernen. Das ist wichtig. Eine gute Freundschaft ist immer wichtiger, nicht wahr? Ja. Lame? Er ist nicht lame. Kokettawitz. Ein Kokettawitz. Ey, bleib still, bleib still. Brav. Ja. Da ist er schon. Schau mal, ein Wagen. Ich gehe einkaufen damit. Lustig. Deep. Shakavan. CB Hartuni La. Sika. Abwana me. Halt, ich will dich kennenlernen. Kannst du gleich wieder zur Seite gehen mit dem Plaudern. Indula Tukis. Grimla Chambligo? Steve Nogpo, ich de Follower. Rot. Aha, ihre Lieblingsfarbe ist anscheinend rot. Kampala. Reasoning. She said. In das Wow. Also anscheinend ist wirklich ihre Farbe rot. Das ist ganz nett, oder? Es ist 11 Uhr. Fische. Kleptomatisch, kann kurz sich ausschauen und Einzelgänger. Was ist nochmal kleptomatisch? Genji? Aha, du bist Ginger Ale. Ginger Ale, meine ich. Ginger Bier. Aha, ja. Simply programmed. Wir wissen jetzt, er mag einfache Programme. Ja. Ja. Okay, okay. Ja. Okay. Okay, okay. Ja, ja, ja. Ja. Er drückt da drauf. Ja, okay. Nun müssen wir erraten, welcher Job das ist. Es ist Beamter. Aha. Oh. Oh, Bülent ist ein harter Junge. Er geht zu Fuß. Boah! Musik! Naja, Bülent geht sich jetzt wenigstens duschen. Lauf, Bülent. Lauf um dein... Achso, gut. Und dann kannst du gleich dein Bedürfnis nach Sport ihr ausdrücken. Also, damit sie überhaupt mal weiß, wie geil du Sport bist. Ja, ganz nette Musik läuft im Hintergrund. Ich glaube, das halt echt zu schön wäre. Gut, jetzt kann man, glaube ich, mal mit... Alter! Macht jemand mal die Mucke hier aus! Oh, danke. So, gut, jetzt können wir schon langsam mit den romantischen Sachen anfangen. Sugar! Ja. Callaway. Okay.
ich erzähle dir es weg. Mal gleich über 18 machen. Sollte nicht schaden, da er ja ein wirklich charismatischer Mensch ist. Oh, sie steigt darauf ein. Ja. Bam! Ja, die sind richtig gute Menschen. Ja, also ich muss schon sagen, diese Anzeige hier, die fühlt sich schon, oh, sie ist ein Loser. Ah, macht nichts. Die wird schon Arbeit in unserer Zeit finden. Ja. Ich werde irgendwie versuchen. Ah, oh, jetzt muss sie auf Toilette. Okay. Gut, das heißt nur, dass ich die Folge beenden muss. Die bestand jetzt heute wirklich nur noch mehr aus Flirten. Ja. Wer weiß, ob wir sie nächste Folge ins Bett kriegen. Ja. Gut, dann bis auf ein nächstes Mal, bis zur nächsten Folge. Tschüssi und bis bald.